Leute, willkommen zurück zu Let's Play. Wir wissen das mal, wir befinden uns in den tieferen Ebenen der Luca-Ruinen. Und ja, ich würde mal sagen, los geht's, nicht wahr? Aktivieren wir jetzt mal hier das hier. Und dann kämpfen wir sie durch. Ja. Wurmski. Ja, diese Schildkröten sind immer sau nervig, ne? Die halten immer so viel aus. Ja, die sind doch nicht übertrieben stark, aber das ist, auf jeden Fall schon so sehr, sehr gut zu beobachten. Da sind direkt noch mehr. Nee, Poseidon, das ist ein anderer Krieger. Was? Wieso ist sie denn direkt gestorben? Haben wir irgendwas verpasst? Ich muss ja irgendwas verpasst haben. Wieso habe ich so viel, wieso bin ich direkt gestorben? Ich muss es im Schnitt mal sehen. Abendkleid, Rüstung von Pavina? Abendkleid. Ich meine, okay. Bitteschön. Ein Abendkleid. Ach so, weil ich mal. Kann ich auch mal ändern, oder? Ich will mal sehen, wie sie im Dunkeln aussieht. So richtig böse. Mit der Sense. Wenn sie da eine Sense trägt, ich weiß ja nicht. Ja, hat schon was, ne? Hat schon was. Umbras Klasse. Ich werde sowieso alle Klassen mal sehen, ne? Sieht wirklich aus, wenn wir unter Wasser wären, ne? Aber ist halt nicht so. Achso, jetzt sind wir hier bei den Trailer. Der Trailer, guck mal an, das ist genau der, genau das hier. Das ist genau der Trailer-Moment. Ah, wie sehr war ich gehypt auf das Spiel, als ich den Trailer sah. Und ich bin es immer noch. Es ist halt wirklich ein gutes Spiel. Na, das sieht aus wie so ein Gegner. Magierune plus. Maximal MP um 20%. Aua. Ja, die Fresskitzen sind immer sehr stark, Kaiserkuh. Alter. Oh, die halten immer so viel aus, einfach.
Danke. Noch mehr Geld. Ja, ich mag diese Sache hier, das in diesem Ort. Aber was habe ich da alles gerätselt, was das alles sein könnte? Ja, wir haben ja viel gerätselt auch. Das weiß ich noch. Ruhig alles? Schätze schon. Wollte nicht runterfallen. Ich wollte erstmal darüber. Dim, 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 dim. Da ist was. Wasserstelle in der Senke und ja, okay, Wasserstand. Schwimmen einfach mal, ne? Aroma der Dekadenz. Ich weiß nicht. Ich will hier weiter, aber irgendwie glaube ich, dass wir... Okay, es geht wahrscheinlich danach noch weiter, ne? Gut, dann speichern wir immer. Und dann geht's direkt in Anschluss weiter, ja? Was kommt hier? Was bist du denn? Hydra! Ja, so sieht's auch aus. Tippen alle hoch. Mein Feuer hier. Und da greifen wir an, ne? Jetzt machen wir mein Leben voll. Und da greifen wir den Flugschmetterball an. ...2000 Schaden ist nicht schlecht. Wir verbrutzeln. Heute gibt's Hydra. Ich bin ja wieder gespannt, wie das schmeckt. Perfekte Methode, um... die Zeit dabei zu setzen eigentlich, ne? Das war perfekt einfach. Alter, der kriegt eher ans Maul gekriegt. Feuerzauber. Feuerschwert auf alle. Und dann greifen wir weiter an. So, warte mal. Laden wir auf. Hat hier aber kurz was Schaden. Egal.
Junge, der kriegt richtig einen auf die Mütze. Bamski, Alter. Meine Güte. Sinnkristall Hydra. Ja, also der Prim war ein komplett anderer. Aber wir müssen jetzt trotzdem erstmal erfahren, was das für ein Monster war jetzt, ne? Gucken wir mal. Hydra, ein abscheuliches Seeungeheuer. Allein der Klang seines Namens jagt den Seeleuten aller Meere Angst ein. Es hat vier Tentakel, kann ihre Form nach Belieben verändern und gefährliche Kombi-Angriffe mit ihnen ausführen. Hydra-Tentakel können vom Körper abgeschnitten werden und werden in manchen Regionen als Delikatesse gehandelt. Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Nachdem jetzt noch ein bisschen hier auf dem Schild auf dem Grill, ne, geht alles klar. Weiß Bescheid. Also, war schon cool, der Kampf. Wir haben ja richtig weggeprutzelt, ne? Den haben wir es gezeigt. Ich hoffe, der Bene Modona wird jetzt genau dasselbe erleben. Ja. Läuft, ne? Das läuft! Noch mehr Vier. Ja, genau das ist das, was ich meine, Alter. Einfach so random. Das kann so schnell passieren. Einfach so tot, wisst ihr? Naja. Irgendwie müssen wir da oben noch rüber, aber... Oder wir senken auch das Wasser hier ab. Man ist leider nicht schneller, ne? Man kann auch nicht die Höhe senken. Man kann einfach nur geradeaus und dann muss man hoffen, dass man irgendwie an Höhe gewinnt. Schwarze Säule, Waffe für Julie gewonnen. Schwarze Säule. Aber er kämpft immer noch mit. Ja, immer noch mit so einem Schirm. Da scheint was zu sein. Oder? Nee, falls wir wieder hoch wollen, nicht wahr? Ja. Ja, ja. Nee, wir wollen hier weiter. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht so recht. Treffen wir gleich direkt den Benevodon? Wenn wir da ankommen? Oder... Immer noch ein Vorgeplänkel. Der Hydra war jetzt nicht so besonderes, muss ich ehrlich sagen, ne? Morda! Hirakete Basio desu ne. Koko ga Saiyou deshou ka?
Ne, irgendwas stimmt garantiert. Ne, okay, dann ist da oben direkt der Bene Budona, ne? Aber gut, Hydra war jetzt nur wirklich keine Herausforderung, was das angeht. Nichtsdestotrotz bin ich gespannt. Wir dürfen hier aber sogar speichern. Das ist ja nett. Trotzdem frage ich mich, wie man da hochkommen soll. Ah, von hier aus. Halt schnell drücken. Spam. Nein! Aber nicht zu sehr. Geht das auch von hier aus? Müsste auch von hier aus reichen, ne? Gut. Ah, bitte nicht so Speed aufbauen. Kelch der Tugend. Ja, die Frage ist... Wir haben eigentlich alles, ne? Wir haben alle Schätze, außer einen, so ein Kristall, und das kriegen wir gleich. Kelch der Tugend macht für wen die Fähigkeiten hoch? Für dir. Ja, hier, bitteschön. Ich weiß, ich muss die alle noch umrüsten, aber ich rüste mich um, je nach Bene Budona. Je nach Bene Budon. Gut, das speichern wir auch nochmal ab. Da muss ich nicht nochmal machen, wenn ich sterbe. Und dann geht's los, ne? Ich hab Respekt. Der letzte war schon cool. Also, ich meine, der erste. Der letzte war jetzt Habelfar, glaube ich, oder? Ne, Licht. Licht hatten wir jetzt letztes. Ja, Alter, der sieht ziemlich cool aus. Gut, wir haben alle. Aua. Ich würde gern. Junge, darf ich vielleicht mich voll machen? Wir machen so das hier. Schön Feuer rein. Der 35 seine Stufe. Ich glaube, jetzt sollen wir weg. Salamander lässt nach. Neue Verzauberung rein. Du hast nichts drauf außer Zahnbelag, wirklich. Jetzt reicht's mir. ガンドーンから奪われたミズモを解放されたみたいやな。
水球や噴水も元に戻ってるはずや。よかった。これでエリスタニアは安心ですわ。パルミナ、今回はあんたらがいたからよかったけど、今後も似たような危機が起きたらと思うと不安やわ。パルミナを水の巫女に選んだのは私やし、都のことに口を出すつもりはないんやけどな。気にかけてくださりありがとうございます。私も都のこれからについては思うところがあるんです。巫女のお役目を果たすまで時間の猶予をいただいてます。ウンディーネ様にも安心してもらえるよう手を尽くしますわ。あんた、ちょっと見えへんうちにさらに頼もしくなったんやないか。マナの木への旅のおかげです。仲間と共に様々なことを経験したからこそですね。そう言ってもらえて私も誇らしいわ。ほら、都に戻って水はもう大丈夫って伝えてき。はい、ウンディーネ様、応援してくださりありがとうございました。パルミナの手腕は健在だな。あっという間に都の混乱を収めるとは。イアンに休んでもらうため代理で立っただけですよ。でもまだパルミナがいた方が良さそうだって都の人が噂してるのを聞いちゃったよ。そういう事情もままならないのが巫女というものでありますからね。いずれイアンの戴冠式が執り行われます。立派なイアンの姿を見れば皆の不安も吹き飛びますよ。はあ、見てみたいな、イアンの戴冠式。みんなお揃いだにゃ。イアンの体調も落ち着いたからそろそろ会って大丈夫にゃ。ニキータ様、ありがとうございます。事情を話す時間もない中いろいろ助けていただきまして。お礼なんていらないにゃ。町の危機に手を貸すのは当然のことにゃ。それよりも早くイアンに会ってあげるといいにゃ。きっと首を長くして待ってるにゃ。Gandorns Seelenkristall. Ja, warte mal. Wasserbene Vodun. Hatten wir in Dwight of Mana ein Bene Vodun des Wassers? Ich glaube nicht, oder? Ja, keine Ahnung. In das Lexikon wollen wir reingucken, ne? Die Bosse. Gandorn. Eine göttliche Lebensform, die die körperliche Manifestation des Wassers darstellt. Die in seinen Körper eingebetteten Edelsteine verleihen ihm grenzenlose Macht über das Wasser. Kann mit Wasser verschmelzen, um sich seinen Feinden unbemerkt zu nähern. Das haben wir jetzt nicht gesehen, aber ich denke mal, wir werden vielleicht noch... Da ist sogar noch ein weiteres Sidequest aufgetaucht. Also wir kriegen immer mehr zu tun. Die schickt uns wahrscheinlich tiefer in die Wasserbrühe rein, ne? Das ist ja ganz klar, aber... Ja nun, ne? Aber immerhin können wir danach vielleicht, wenn wir alle Bene-Module erledigt haben, sind wir vielleicht so bei Level 50, ne? So vielleicht 45 oder so wäre schon cool, dann kann man auch die 50er-Gegner angehen. Da habe ich kein Problem mit, aber erstmal müssen wir die Viecher alle loswerden. Socka. Boku ga neteiru aida ni sonna koto ga. Mizu no shinjuu o taoshite kurete, hontou ni arigatou.僕がしっかりしないといけない時だったのに、ごめんなさい。謝らないでよ、イアン。イアンが無茶するなんて、みんなも嫌だと思うんだ。パルミナはすごい王様やったかもしれんけど、イアンは成り立てないやし、しゃあないわ。こういう時こそ、人を頼るといい。どんなお役目も、一人でこなすものではないよ。優しいね。でもさ、優しさに甘えてちゃダメだね。王としてしっかりしないとパルミナに迷惑かけちゃうし、ニキータだっているし、城のみんなもよくしてくれてる。わからないことも多いけど、僕は大丈夫だから。
パルミナは安心してミコのお役目を果たしてよ。イアン、私は決めました。これからもあなたを支えたいと思います。今回のことで有事の際の進化の指揮など見直したいこともたくさん出てきましたし、何よりイアンには立派な王になってもらわないと困りますから。だから必ずあなたの元へ戻ってきますよ。でもパルミナは水の巫女で、昔約束しましたものね。イアンが立派な王になり、ネーネーがイアンを支えると。ネーネー、必ずあなたの元に戻る。約束はしっかり守りませんとね。イアンとの大切な約束を守るためにも今は進まないとな。はい、私はもう振り返りません。 Ja, eben, ne? Jetzt haben wir noch genug Bene Budona vor uns, die wir noch angehen wollen. Unter anderem ein Eis, glaube ich. Oder den Mond, ne? Mond. Feuer. Pflanze.Feuer und Pflanze. Ja. Da Eis ja eigentlich, wobei ist Mond, ne? Was ist die Schwäche vom Mond? Ich weiß es nicht. Wir werden einmal kurz zwischenlanden. Einmal hier bitte in Duras Klamm. Ja, um mich auf den nächsten Part vorzubereiten. Ich habe keine Ahnung, wen wir machen. Mond. Könnte Mond sein.Haben wir irgendwas gekriegt, um Fähigkeiten zu erweitern? Ja, dann war das irgendwie so, ne? Oder war das hier? Also hier können wir jetzt noch gar nichts erweitern. Das ist ja... Oder doch, 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 wir haben hier... Genau, hier. Ja. Das ist halt auch gut, ne? Ruft ein Doppelgänger, um gemeinsam Magie zu wirken und verursacht nicht elementaren Schaden. Genau, das ist halt mega gut. So, einmal können wir das noch machen, also...Jeder Bene Budona, den wir erledigen, kriegen wir eine Erweiterung wahrscheinlich. Das heißt, wenn wir einen Mond machen, kriegen wir hier für ihn. Das würde uns schon immens helfen, weil er ja fast ein festes Teammitglied ist, ne? Die Frage ist, was ist die Schwäche vom Mond? Ich muss noch kurz einmal da müsst ihr kurz mal ins Lexikon schauen, weil ich habe keine Ahnung. Mond, ich glaube, das steht für sich, ne? Oder war das Licht?Ne, Licht war dunkel, Licht und war Dunkelheit und dunkler war Licht. Wo ist denn das jetzt? Oder waren das hier nur die Charaktere? Person, Orte, ist da im Handbuch. Ach, im Handbuch, ich bin dumm.Wo war nochmal das Bild? Da ist das Bild. Mond ist oben rechts, die steht für sich. Das heißt, ja. Keine Ahnung. Können wir nur hoffen, dass wir es schaffen. Ich weiß es nämlich nicht. Dann haben wir noch Pflanze. Und Feuer.Wenn wir Feuer machen, kann ich Palwina ins Team nehmen. Ja, wir werden den Mistpart. Ich glaube, wir machen als nächstes Mond, weil ich habe Bock auf Mond. Vor dem habe ich am meisten Angst. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich bedanke bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like, einen Kommentar da und abonniert, wenn ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.